Vienna Calling, auch heute am Supermarkt Samstag mit zwei Wiener Originalen. Der eine ist in der Dose, der andere hat es in die Dose gebracht. Von wem die Rede ist, darüber reden wir, wenn die Stromgitarre vorbei ist. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einer neuen Bierverkostung hier auf dem Kanal. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid am Supermarkt Samstag, der Tag der Woche, der reserviert ist für Biere aus einem Supermarktregal. Und da ist seit einiger Zeit im Wiener Raum, in dem Bezirk oder in den Regionen, die von der Otterkringer Brauerei beliefert werden, ein Bier im Augenblick im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde, Falco Brew. Und ja, der Falke ist auch hier drauf. Falco. Ich glaube, im Augenblick immer noch der bestverkaufteste Popkünstler, den Österreich je hervorgebracht hat, auch in den USA auf Nummer 1 gewesen, und das haben ja nur ganz wenige geschafft. Und der Geburtstag von Falco jährt sich heuer zum 65. Mal. Er kann ihn leider nicht mehr erleben. Er ist ja vor ein paar Jahren auf der Dominikanischen Republik leider von uns gegangen. Aber seine Musik lebt natürlich weiter und auch der Mythos Falco lebt natürlich weiter. Und anlässlich dieses halbrunden Geburtstages, aber dann doch sehr denkwürdigen Tages, hat die, Achtung, Otterkringer Brauerei zusammen mit der Falco Stiftung eben Falco Brew herausgebracht und setzt somit dem Falken nochmal ein Denkmal. Und das passiert ja auch in diesem Jahr relativ viel in Sachen Falco. Es gibt ein Best-of-Album, das erste übrigens, was von Falco jemals veröffentlicht wurde, weil er war meines Wissens bei drei Plattenfirmen und die haben sich jetzt alle zusammengetan und haben das erste Best of Falco rausgebracht. Glorifier, der österreichische Brillenhersteller, hat eine spezielle Sonnenbrille herausgebracht und eben Otterkringer dieses Bier. Warum sage ich euch das alles? Weil ihr einige Exemplare vom Bier, eine Sonnenbrille und eine CD nachher noch gewinnen könnt. Das Ganze kommt heute um 18 Uhr. Da lohnt sich dann nochmal einzuschalten. Heute beschäftigen wir uns allerdings in diesem Video ausschließlich mit dem Bier. Und was haben wir denn hier? Wir haben ein helles Vollbier mit 5,0 Volumenprozent Alkohol, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt und Wasser wurde hier eingesetzt. Das ist auch schon alles, was wir hier erfahren haben. Auf irgendeiner Website habe ich gesehen, 11,2 Grad Plato sind noch verschrieben worden. Und ist es dann auch schon aus. Und vielleicht hören wir hier noch, da hat er sogar noch unterschrieben. Ne? Also, dann würde ich sagen, Rock Me Amadeus oder Genie. Waren ja richtig große Dinge, auch international. Aber er war eben ein Wiener und hat ja bei den Dradi Waberl angefangen und ist immer mit dieser Stadt verbunden gewesen. Und ich kann euch ja auch den Film sehr ans Herz legen. Und erfährt man viele Hintergründe, viele Sachen, die man auch schon bei ihm mal gehört hat. Und es wird sicher auch die eine oder andere Dokumentation noch geben. Jetzt dokumentieren wir mal ausschließlich das Bier. Es ist eine eher etwas hellere, fast schon leicht strohgelbe Farbe, wenig Kohlensäure drin zu sehen, aber Falco-typisch, Schnee, weißer Schaum obendrauf. Schön cremig. Oh, der hängt am Glas. Das ist wirklich eine. Ja, das ist stiltypisch. Oh. Ja, schönes helles Malz. Aber dann auch gleich ein schöner, grasig, kräutriger Hopfen hinten dran. Keine so wirklichen floralen Noten, aber wirklich schön viel helles Malz, getreidig. Oh. Ja, da würde ich sagen, sehr zum Wohl. Cheers. Ja, und also, ich habe das Bier mit in die USA genommen. War nämlich mal ganz gespannt, nachdem er da ja Nummer 1 war in den 80ern irgendwann, ob die das noch kennen, ob die irgendwas mit Falco anfangen können. Und die erste Reaktion war, don't turn around, the commissars in town. Na klar kennen wir den. Also der hat wirklich wie in Österreich und die heimische Popkultur über die Grenzen hinaus bekannt gemacht. Und Otterkringer legt da jetzt nochmal nach und schön getreidig, schön malzig. Schöne, angenehme, leichte, bittere. Wenn ich jetzt schätzen würde, würde ich sagen,
Wir liegen hier irgendwo so 25 Bittereinheiten. So vielleicht an die 30 ran, aber ich würde sagen eher so 25. Also nicht zu bitter, aber schon da und passt auch perfekt in dieses doch relativ leichte Helle. Es schmeckt auch so von der vom Mundgefühl her. Es ist nicht zu vollmundig, nicht zu volles Mundgefühl, grasiger Hopfen. Es ist dann doch in einer gewissen Weise schön frisch und vor allen Dingen super süffig. So eine leichte, dezente, unauffällige, aber eben auch nochmal den Trinkwiderstand senkende Süße mit dabei. Balanciert dann auch so ein bisschen diese ganz herben Noten weg. So ein bisschen was bleibt davon, aber eben auch eine leichte, malzige Süße. Und insgesamt auch ein eher schlankerer Körper. Nicht zu schlank, aber doch am oberen Ende vielleicht angesiedelt. Schöne, angenehme, feinere Kohlensäure und glatte Textur, super süffig. Also wie gesagt, das rennt wirklich in den Hals rein. Und hinten im Nachtrunk kommt so eine leichte, würzige Note rein. Aber das Getreidige grundsätzlich dominiert, das helle Malz und die bittere bleibt dann auch auf einem halbwegs identischen Niveau, zieht sich dann hinten in den Nachtrunk rein und ja, richtig schön. Also super unkompliziert, aber einfach dann auch wieder gut gemacht. Und so würde ich sagen, war auch die Neue Deutsche Welle, wo ja, also, da gehört er ja eigentlich wirklich nicht wirklich dazu, aber auch immer super unkompliziert und trotzdem irgendwie unique gemacht und insofern passt das perfekt. Falco Brew von Otterkringer von ProbierTV gibt es dafür 3,5 Punkte für den Falco Brew aus dem Hause Otterkringer. Da guckt er noch ein bisschen rüber. Und wenn ihr das Bier haben wollt, es ist im Augenblick im Handel zu haben, ist limitiert, aber im Augenblick ganz gut verfügbar. Habe auch gesehen, dass einige Check-ins bei Untappd vom Wiener Flughafen sind, also offensichtlich schenkt man das da auch aus. Und wird da sicher auch den ein oder anderen internationalen Gast mit dem Bier beglücken. Finde ich eine lustige Idee. Und so kommt der Falke dann nochmal um die Welt. Ja, dann soll es für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und wie gesagt, 18 Uhr heute einschalten. Dann machen wir noch ein kleines Gewinnspiel. Da gibt es ordentlich was abzuräumen. Allerdings leider nur für einen. Aber die Gewinnchancen sind, glaube ich, nicht so schlecht für euch. Wir sehen uns später. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.